Hey, hey, Dennis Kore hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show 246. Heute am 28. November und es geht um spannende Themen. Es geht um Bitcoin ist keine Blase. Es geht um den Erfinder von Bitcoin. Es ist Elon Musk. Und dann sprechen wir über Korea, die größte Shopping Mall, die Underground Shopping Mall akzeptiert Bitcoin. Und es gibt Geld für euch, kostenloses Geld von Bitcent, ein kleines Giveaway. Ja, ich halte die mal hier in die Kamera. Ich habe hier ja ein paar kleine Casino-Chips mit 5 Bitcent und wie du diese gewinnen kannst, erfährst du am Ende vom Video. Also dranbleiben. Aber wir beginnen mit dem Preis aktuell. Ich habe überlegt, warte ich jetzt noch, bis der Preis die 10.000 Dollar Marke knackt oder nicht? Aber hey, das kann man nicht sagen, ob wir es heute noch sehen. Wir stehen aktuell bei 9.933 Dollar, also absolutes All-Time-High. Es gab schon die ein oder andere Börse, wo der Preis über 10.000 Dollar gegangen ist. Und mal sehen, wie es weitergeht. Ja, ich vermute, wir werden die 10.000 Dollar in Kürze sehen. Mega, mega spannend. Und kommen wir jetzt mal zum ersten Thema. Ja, die Marktkapitalisierung vom Bitcoin, die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen. Ja, Kryptowährungen, wir haben jetzt eine Marktkapitalisierung von 309 Milliarden. Wir haben die 300 Milliarden vor ein paar Tagen durchbrochen. Auf der einen Seite mega spannend, auf der anderen Seite denken einige Leute auch, oh, das ist schon ein bisschen sehr viel. Ja, auf jeden Fall ist es unglaublich hoch für ein Experiment von Kryptowährungen, das keine 10 Jahre alt ist. Und alleine dieses Jahr haben wir den Bitcoin gesehen von 800 Dollar bis ja jetzt knapp 10.000 Dollar. Und das Jahr ist ja noch gar nicht zu Ende. Ja, wir haben ja erstmal Ende November. Wir haben ja noch einen Monat. Ne? Mal sehen, was noch geht. Ja, auf jeden Fall ist Bitcoin so, man hat das Gefühl, Bitcoin geht so langsam in den Mainstream rein und immer mehr Leute wollen es haben. Fakt ist die Frage, wie wollen wir Bitcoin betrachten? Wollen wir sagen, auf der einen Seite, wow, ist mega hoch, mega teuer, ist eine Blase oder vielleicht eine Blase? Oder einfach sagen, hey, wir müssen das mal in Relation angucken. Und wenn wir uns in der Relation das ansehen, dann ist Bitcoin noch ein ganz, ganz kleiner Fisch. Ja, mit einer Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen von 300 Milliarden, ja. Da spielen hier die Kryptowährungen noch im flachen Wasser rum, ja. Also das ist wirklich noch so der Anfang und was ganz Kleines, wenn man das in Relation sieht. Ja, wenn wir uns Gold zum Beispiel angucken mit einer Marktkapitalisierung von 7 Billionen, ja, da haben wir noch mal einen richtig weiten Weg hier mit Bitcoin vor uns, ja, und mit den gesamten Kryptowährungen. Also das ist noch ja weit entfernt, wenn man das in dieser Relation sieht, von einer Blase, meiner Meinung nach und laut diesem Artikel auch von Cointelegraph. Ja. Die Frage ist halt, wann ist wirklich eine Blase zu erkennen oder sind wir wirklich in einem Paradigm-Shift in der Veränderung des Geldsystems? Ja? Mit Kryptowährungen, wenn wir uns die angucken, 300 Milliarden ist sehr klein. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel ja, mal alleine den Immobilienmarkt angucken, den Goldmarkt, Equities, Securitized Debt und so weiter und so fort. Also im Verhältnis des Geldes, was im Umlauf ist in der Welt, ja, sind die Kryptowährungen noch eine ganz, ganz, ganz kleine Nummer und spielen wirklich keine große Rolle im Großen und Ganzen. Aber wir sehen jetzt schon unglaubliche Preise und immer mehr Leute, die reinkommen. Und ich glaube, das ist erst der Anfang, ja, von was ganz, ganz Großem, dem wir hier teilwerden. Und Leute, eins kann ich euch sagen, ich habe immer noch das Gefühl, ja, auch wenn ich jetzt hier seit einem Jahr diese Show mache knapp, dass wir ganz am Anfang stehen, dass wir zu den Early Adopters hören, weil sehr wenige Menschen nutzen das erst hier, ja. Also solltet ihr euch immer bewusst machen. Ja, kommen wir zum zweiten Thema. Wer ist der Bitcoin-Erfinder? Ja, Satoshi Nakamoto ist es, aber wer ist das? Niemand weiß es. Ja, es wird wahrscheinlich auch niemals geklärt werden, aber einige meinen, es sei der Tesla-Gründer Elon Musk. Ja, und in den vergangenen Tagen sind auf Medium unabhängig voneinander zwei Blogposts aufgetaucht, in denen behauptet wird, dass er der Vater von Bitcoin ist und die führen da zahlreiche Gründe an die Autoren, warum das so ist. Ja, ja, zum einen sei Elon Musk eine Koryphäe in C++ und der Source Code ist von Bitcoin auch in derselben Programmiersprache verfasst, ja. Und Musk hätte auch ja ein mathematisches Verständnis, sowas zu schreiben und vor allem auch die Fähigkeit und das Format, solche globalen Herausforderungen wie ein alternatives Währungssystem in Angriff zu nehmen, ja.
Und dabei sei es auch auffällig, dass Musk als großer Weltveränderer und PayPal-Mitgründer das Thema Kryptowährung kaum bis nie erwähnt. Und die sagen auch, ja, einige Ausdrücke und Formulierungen im White Paper könnten auf Musk schließen lassen. Ja. Und was überhaupt auch interessant ist, ja, sagen sie, der Name Satoshi Nakamoto, oder Satoshi Nakamoto, ja, Satoshi Nakamoto, der auch als Anagramm für So a Man Took a Shit gelesen werden kann, ja, würde gut zu Musk passen. Ja. Keine Ahnung, ob das was da dran ist. Ich finde es sehr, sehr spannend, sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Ja. Fakt ist auf jeden Fall, dass Peter Thiel sagt in seinem Buch, ja, der sagt, Musks Ziel war mit PayPal eine Alternative zum Dollar zu schaffen, was ihm damals nicht gelungen ist. Ja, und so könnte er halt mit dem Verkauf von PayPal das nochmal versucht haben und daraus soll der Bitcoin entstanden sein. Ja, und die Frage ist, warum hält er sich so zurück, wenn Musk doch eigentlich so eine Rampensau ist, ja? Ganz einfach, ja, für eine dezentrale Kryptowährung, die ohne zentrale Stelle auskommt, ist es einfach nicht förderlich. Wenn da vorne ein US-amerikanischer Milliardär rumgehampelt hätte, ja, wahrscheinlich wäre das nie wirklich akzeptiert worden. Aber das ist wirklich die Frage, ist es Musk? Keine Ahnung, mir ist es total egal, wer es ist. Satoshi Nakamoto, du bist eine Legende, ja, du hast viel verändert und das Leben vieler Menschen auch sehr verändert. Ja. Fakt ist, der Verfasser dieses ersten Blogartikels, der schließt seinen Artikel mit, ja, Elon, if you are Satoshi, thank you, if not, well, thanks for Tesla Roadster. Ja, also Elon, wenn du Satoshi bist, danke, wenn nicht, vielen Dank für den Tesla, damit schließe ich mich dieser Aussage an. Ja, kommen wir nach Südkorea. In Südkorea ist ja jetzt die größte Underground Shopping Mall ja, auf dem Weg in die Bitcoin-Szene. Es gibt über 620 Geschäfte dort und die Shopping Mall wird jetzt ja im Mitte Dezember Bitcoin akzeptieren. Die Go-To Mall heißt Gangnam Terminal Underground Shopping Center, ja, und es werden circa laut Schätzungen 500.000 Menschen täglich hier durchgeschleust, die da rumlaufen in der Shopping Mall, also unglaubliche Zahlen schon, ja, nicht schlecht. Und einige sagen halt hier, dass nächstes Jahr ja, also ein Duty Free aufmacht, das World Duty Free Center, und dass weitere ausländische Touristen anziehen wird, und sie glauben, die Go-To Mall wird ein Bitcoin Mekka werden. Sehr, sehr spannend, ja. Damit die ganzen Geschäfte jetzt Bitcoin akzeptieren können dort, hat die Go-To Mall eine Partnerschaft eingegangen mit dem Local Cryptocurrency Exchange HTS Coin, ja, und die haben letzten Monat eine Smart Payment Lösung entwickelt, so, und eine Mobile App entwickelt, damit die Geschäfte halt ganz easy Bitcoin akzeptieren können. Die hatte nämlich schon in der Mall, da wurde schon Bitcoin getestet, dass die Leute es direkt annehmen könnten, aber viele Shop-Owner haben ihre Passwörter verloren, konnten nicht mehr an die Coins ran, und das kann jetzt mit diesem neuen HTS-Coin-System nicht mehr passieren, ja, und neben diesem System kann man natürlich auch mit Bargeld, Kreditkarte und Alipay bezahlen, ja, und er glaubt halt hier, der CEO von der Shopping Mall, dass es sehr bedeutungsvoll ist, dass hier jetzt Bitcoin genutzt werden kann, dass es viele ausländische Leute auch anziehen wird und vor allem auch junge Leute. Sehr, sehr spannend, Korea. Ja, Daumen hoch. Ja, dann kommen wir zum Giveaway. Ich war gestern Abend am Bitcoin Meetup vom Blockchain Hotel in Essen. Ja, das findet einmal im Monat statt. War wieder mega, mega spannend. Ich kann es jedem nur empfehlen. Geht auf die Meetups. Ihr lernt mega coole Leute kennen. Und gestern waren die Gründer von Bitcent dort. Bitcent ist eine Kryptowährung, die existiert auch schon ein paar Jährchen. Aktuell steht der Bitcent-Kurs bei 90 Cent. Ich kann euch sagen, im Januar stand der Kurs noch bei weniger als einem Cent, jetzt bei 90 Cent, also unglaubliche Kursentwicklung hier. Im Ranking steht Bitcoin auf Platz 228, eine Marktkapitalisierung von 15 Millionen, ja, nicht schlecht. Und die Jungs haben ein cooles Giveaway gemacht gestern und ich habe mich natürlich direkt mal da angeschlossen, habe was für euch ergattern können, nämlich, ich habe es am Anfang schon gezeigt, ich habe hier 5 Bitcent auf einem Casino-Chip. Ich persönlich werde da ja davon ein paar zu Weihnachten verschenken, um die Leute in die Kryptowährung reinzuholen. Ja, wenn wir uns angucken, Bitcent kann gehandelt werden auf Bittrex, Livecoin, Litebit, Cryptopia. Ja, das Handelsvolumen ist ungefähr ja knapp $300.000 täglich, also schon ganz ordentlich. Und ich möchte jetzt hier 50 Bitcent verlosen. Ja, 10 solcher
coolen Casino-Chips. Was du damit machst, hey, mir egal. Verschenk sie, behalt sie selber als Andenken. Ich finde es auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache hier so. Ja, ein paar Casino-Chips in der Hand zu halten, machen ein nettes Geschenk. Und ich möchte jetzt an dich verlosen. Und die Frage ist, wie kannst du die gewinnen? Ganz einfach. Alles, was du tun musst, ist mir einen Kommentar lassen, da lassen, sagen, wie du die heutige Show gefunden hast, ja, mit einem kleinen Hashtag, nämlich dem Hashtag Bitcent, ja, einfach reingeben, also Raute Bitcent in den Kommentar mit reinschreiben. Bitte diesen Kommentar nur auf YouTube schreiben, ja. Also solltest du das Facebook-Video jetzt hier sehen, klick auf den YouTube-Link, ja, ich werde das auch nochmal hier verlinken in der Beschreibung. Geh auf YouTube und schreibe mir bei YouTube einen Kommentar. Ganz einfach, weil bei YouTube kann ich dann später mit einem random Comment Picker die Kommentare ganz einfach raussuchen und werde morgen in der Show live diese 50 Bitcent, ja, 10 Bitcent a 5 verlosen und dann natürlich an dich rausschicken. Natürlich brauche ich dann auch deine Adresse, weil ich muss die Dinger ja irgendwie versenden. Auf jeden Fall ziemlich coole Geschichte. Also einen Kommentar lassen. Ich freue mich darüber, ja, dass du die Show gesehen hast. Und was ist zu tun? Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, gib mir einen Thumbs up auf YouTube, schreib mir einen Kommentar mit dem Hashtag Bitcent und ja, dann hast du die Chance hier 5 Bitcent morgen zu gewinnen. Und ja, damit bin ich raus. Ich kann nicht mehr viel sagen, außer, dass ich nochmal kurz auf den Preis gucke. Preis, ja, 9.916. Ja, mal gucken, wir knacken die 10.000, glaube ich, noch heute, oder? Was meinst du? Also, ich bin raus, sag wie immer, mach ich gut, schwenk den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and cryptocurrency we trust. Bam!